Wir hatten letztens eine reelle Situation, die mich so ein bisschen zu dem Video inspiriert hat, weil ich dachte, das ist bestimmt nicht das einzige Kind, das das macht. Bevor es losgeht, wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert super gerne meinen Kanal, lasst ein Like da und schaut auch gerne mal bei meinem Insta-Profil vorbei. Wir hatten nämlich vor kurzem ein Kind zum Besuch hier und die Kinder haben süß gespielt, waren so ein bisschen wilder auch unterwegs und ich habe in der Zeit gekocht. Und weil ich so kleine Tofu-Bällchen gemacht habe und meine Finger eben schmutzig geworden sind, habe ich meinen Ehering ausgezogen und den zur Seite gelegt. Als wir dann mit dem Abendessen fertig waren und die Kinder dann auch geschlafen haben, das Besuchskind wieder zu Hause war, ist mir mein Ehering wieder eingefallen und ich wollte den anziehen, aber der war nicht mehr da. Also habe ich überall danach gesucht und irgendwann haben wir festgestellt, der ist wirklich nicht mehr da. War irgendwie ein komisches Gefühl, vor allem weil wir dann auch so ein bisschen das Gefühl hatten, dass das Kind, das Besuchskind, den vielleicht mitgenommen haben könnte, aber keiner von uns hat sich so richtig getraut, das auszusprechen, weil das ist ja auch eine krasse Beschuldigung. Also ich möchte ja nicht jetzt so auf Verdacht zu der anderen Mutter gehen und sagen, ja, hat dein Kind vielleicht meinen Ehering geklaut und nachher habe ich den einfach nur irgendwo runtergeschmissen und war zu blöd, ihn zu finden. Lange Rede, kurzer Sinn, das Kind hatte tatsächlich den Ehering mitgenommen, hat sich zu Hause eine wunderschöne Geschichte darüber ausgedacht, wo es den Ehering denn gefunden hätte und dass es den auch behalten dürfte. Und ich habe den aber dann ganz schnell auch wieder zurückbekommen. Ich war auch gar nicht sauer oder sowas. Ich hatte tatsächlich Verständnis und war auch einfach nur froh, dass er wieder da ist. Ich denke aber, dass ich so entspannt darauf reagiert habe, lag auch daran, dass ich erst vor kurzem was darüber gelesen hatte und somit auch so ein bisschen das Thema einordnen konnte sozusagen und nicht gleich dachte, boah, dieses Kind ist aber schlecht erzogen und wird bestimmt mal zum Straftäter. Also ich würde sagen, wir tauchen mal ein bisschen näher in diese Phase ein, weil sehr wahrscheinlich, wenn ihr Kinder habt, die Freunde haben, die Freundinnen haben, irgendwie wird euch dieses Thema vielleicht auch mal begegnen. Die Informationen zu diesem Video habe ich größtenteils aus dem Buch Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, entspannt durch das Alter 5 bis 10, beziehungsweise da hatte ich eben mehr darüber gelesen. An dieser Stelle große Empfehlung, ich kann allen, die Kinder in der Wackelzahnpubertät haben, dieses Buch sehr empfehlen. Ich verlinke es euch nochmal in der Beschreibung. Let's go! Es ist tatsächlich total normal, dass Kinder lügen. Fast alle Kinder kommen im Alter zwischen 4 und 7 Jahren in eine Lügen- und Betrügenphase. Also falls ihr so einen Kandidaten zu Hause habt und schon eure Zukunft als Mutter mit Gefängnisstraftäter im Blick habt, so nein, ihr könnt aufatmen, es ist erstmal alles normal mit eurem Kind. Es hat zum einen was mit der Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen zu tun und zum anderen ist es auch so ein bisschen der Beginn der Entwicklung eines eigenen Wertesystems von Kindern. Kinder kommen generell mit ca. 4 Jahren in ein Alter, in dem sie das erste Mal kognitiv, also von ihrer Gehirnentwicklung her, dazu in der Lage sind zu verstehen, dass das Gegenüber nicht alles weiß, was man selber weiß und diese Perspektive auch zu übernehmen. Also wenn ein Kind zum Beispiel alleine in der Kita ist, ohne die Eltern, dann weiß das Kind, dass die Eltern nicht wissen, was es in der Kita gemacht hat. Das wissen Kinder, die jünger sind, in der Regel nicht. Und das ist eigentlich auch schon die wichtigste Voraussetzung, überhaupt lügen zu können, weil wenn man nicht weiß, dass das Gegenüber nicht alles weiß, was man selbst weiß, dann kann man die Person auch nicht anlügen. Warum ein Kind lügt, hat immer ganz verschiedene Gründe, so wie bei uns Erwachsenen auch. Weil generell gehört Lügen ja auch so ein bisschen zur sozialen Interaktion dazu. Wenn mich eine bekannte, mehr oder weniger fremde Person fragt, ja, wie geht's dir gerade? Und ich hatte gerade eine Fehlgeburt oder habe mich gerade getrennt oder habe irgendein anderes heftiges Thema, womit ich aber nicht mit einer mehr oder weniger fremden Person sprechen möchte, sage ich einfach, gut, das ist eine Lüge. Aber trotzdem ist es sozial anerkannt. Also mir fallen 1000 Situationen ein, in denen es okay ist zu lügen. Zum Beispiel auch, wenn man ein Geschenk bekommt und sich darüber freut und sich bedankt, obwohl man damit überhaupt nichts anfangen kann. Beim ersten Szenario wäre der Grund der Lüge, dass ich eben meine Gefühle nicht offenbaren möchte und diese Verletzlichkeit nicht offenbaren möchte. Und beim zweiten Szenario wäre es einfach, dass ich die Gefühle des Gegenübers nicht verletzen möchte. Ich glaube generell, dieses die Gefühle des Gegenübers nicht verletzen wollen, ist einer der häufigsten Gründe für so kleinere Lügen. Menschen lügen aber auch, wenn sie Angst davor haben, welche Konsequenzen ihnen bei der Wahrheit drohen, zum Beispiel in einem Strafprozess oder sowas.
oder wenn sie sich selbst anders darstellen wollen, als sie eigentlich sind. Also ich denke, wir können festhalten, Lügen ist zum einen Teil der kindlichen Entwicklung, weil es eben auch Teil der menschlichen Erwachsenenkommunikation ist und Kinder das eben üben müssen, weil das ist ja im Endeffekt das, was wir Erwachsenen mittlerweile können. Wir wissen, in welchen Situationen es okay ist zu lügen, und okay ist immer so ein komisches Wort, weil ich glaube, die meisten fänden es nicht schön herauszufinden, angelogen zu werden, aber es gibt eben so Situationen wie, wenn der Bekannte fragt, wie geht's dir, und du sagst gut, obwohl es nicht stimmt, niemand wird dir das nachtragen. Der Bekannte wird nicht zu dir kommen und sagen, aber dir ging's ja gar nicht gut, sondern es ist eben eine Lüge, die in der Situation sozial angemessen ist. Kinder wissen aber eben noch nicht, wann eine Lüge sozial okay ist und wann nicht. Und das müssen sie erst herausfinden, und sie müssen generell auch herausfinden, wie Lügen funktioniert. Also die Unwahrheit zu sagen, sie müssen herausfinden, wie es funktioniert, sich Geschichten auszudenken, die situativ passend sind und eben auch stimmig, also nicht zu fantasievoll. Und das ist kognitiv schon echt herausfordernd, also eigentlich voll der Meilenstein. Auch wichtig zu wissen ist meiner Meinung nach, dass Kinder, wenn sie in die Phase des Lügens kommen, auch immer noch zum Teil in der magischen Phase sind. In die magische Phase kommen Kinder mit circa 2 Jahren. In dieser Phase versuchen sich Kinder, die Welt so mit ihrer Fantasie zu erklären, weil die Welt ist ja schon ziemlich komplex, auch so was so soziale Vorgänge angeht, und Kinder funktionieren oder verstehen einfach die Welt am besten durch Geschichten, die am besten so fantasievoll wie möglich sind. Und außerdem denken Kinder in dem Alter auch noch, dass zum Beispiel alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen werden. Und es ist auch oft so, dass sie die Geschichten, die sie erfinden, dann auch tatsächlich glauben. Diese magische Phase dauert so von circa 2 bis 6 Jahren an. Manche Kinder sind aber auch erst mit 8 Jahren aus der magischen Phase heraus, was übrigens mit ein Grund ist, warum Diebstahl zum Beispiel auch bei Kindern erst ab 8 Jahren als Diebstahl bezeichnet wird, und davor gelten sie für unzurechnungsfähig. Das bedeutet aber eigentlich auch, dass alles, was Kinder in diesem Alter so erzählen, nicht so richtig als klassisches Lügen oder Vertrauensbruch eingestuft werden kann, wie eben bei Erwachsenen, sondern dass Kinder diese Geschichten auch zum Teil noch glauben oder zumindest sehr glauben wollen. In unserem Fall war es so, dass sich das Kind wirklich eine richtig süße Geschichte ausgedacht hat, wie es mit meinen Kindern zusammen im Garten gespielt hat, und dann haben sie diesen Ring ausgegraben und uns gezeigt, und wir haben gesagt, ja, du hast ihn gefunden, dann darfst du ihn auch behalten, so dass es quasi moralisch auch okay ist, den Ring zu behalten. So, das war die Geschichte dahinter. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Kind auch, soweit es konnte, eben an diese Geschichte geglaubt hat, bis halt die Realität dann über die Geschichte hereingebrochen ist. Und da liegt auch so ein bisschen der Punkt. Also mit dem Ende der magischen Phase und Beginn dieser Lügenphase vermischen so ein bisschen einfach diese Grenzen zwischen Realität und Fantasie. Kinder bauen sich noch so ein bisschen die Realität so zusammen, wie es ihnen am besten gefällt, auch wenn sie langsam merken, dass das eben nicht immer aufgeht. Sie wissen zwar irgendwie schon, dass sie eine Grenze überschritten haben, aber sie wünschen sich so sehr, dass sie es nicht haben. Oder dahinter steckt halt eben so ein starkes Bedürfnis nach irgendwas, dass sie sich ihre Realität einfach so erzählen, dass es wieder mit ihren moralischen Werten übereinstimmt. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich bei der kindlichen Moralentwicklung. Früher ist man davon ausgegangen, dass sich Menschen und Kinder generell nur an bestimmte Werte oder Moralvorstellungen halten, weil es Regeln und Strafen gibt. Diese Grundannahme war auch sehr entscheidend bei der Art und Weise, wie Kinder erzogen wurden, nämlich durch operante und klassische Konditionierung, also Lob und Strafe. Augenscheinlich hilft das auch, zumindest erstmal. Ich weiß auch noch, wie mein Vater immer gesagt hat, Marlies, du darfst gerne jede Regel brechen, die du sinnlos findest, aber du darfst nicht so dumm sein und dich dabei erwischen lassen. Mein Papa war immer das beste Vorbild auf jeden Fall. Aber der Kern ist eben einfach zu 100% wahr, und es gibt auch sehr viele Studien. Heutzutage braucht man ja für jedes logische Denken auch Studien, die das belegen. Strafe führt nicht dazu, dass das Verhalten aufhört, wenn die Person nicht vom Verhalten überzeugt ist. Es führt nur dazu, dass die Person besser darin wird, es zu verheimlichen. Ein gutes Beispiel dafür ist immer so eine Blitzersituation. Die Leute, die bremsen ab, wenn sie einen Blitzer sehen, und sobald der Blitzer vorbei ist, geben sie wieder Gas. Außer sie halten sich sowieso an die Geschwindigkeitsbegrenzung, dann macht der Blitzer für sie auch keinen Unterschied. Kinder, die für ein bestimmtes Verhalten, also zum Beispiel fürs Lügen, bestraft werden, hören nicht zwangsweise damit auf, sie werden nur besser darin, das zu verdecken. In unserem Fall, wenn ich mein Kind dafür bestrafe, dass es lügt, wird es nicht aufhören zu lügen, es wird nur ein besserer Lügner werden. Aber ganz generell ist es auch nicht nötig, Kinder oder Menschen mit Bestrafung zu formen.
Menschen sind soziale Wesen und es liegt in ihrer Natur, sich an Moral- und Wertevorstellungen zu halten, solange sie psychisch gesund sind. Bereits Vorschulkinder können Situationen nach gängigen moralischen Wertvorstellungen einstufen und unfaires Verhalten ganz genau benennen. Und nur circa 10% der Kinder geben an, dass sie unfaires Verhalten zum Beispiel vermeiden oder gutes Verhalten forcieren, weil sie dafür gelobt oder bestraft werden. Das heißt, Kinder wissen schon relativ früh, welches Verhalten moralisch gut und welches schlecht ist. Auch wenn sie nicht immer dazu in der Lage sind, das umzusetzen. Ich glaube, da dürfen wir auch nicht so ein bisschen den Absprung verpassen, weil nur weil man anfängt, eine Sprache zu verstehen, heißt es nicht, dass man sie unbedingt schon fließend sprechen kann. Und sie müssen das alles auch noch üben und sie müssen auch noch lernen, wie man das Ganze umsetzt. Trotzdem haben sie einen inneren moralischen Kompass, der eben jetzt Übung braucht, um sich weiterzuentwickeln. Ein ganz wichtiger Prozess im Laufe der Kindheit ist nämlich zum Beispiel auch, dass sich ja die Kinder von den eigenen Eltern abgrenzen und abnabeln und dazu eben auch ihr eigenes Moral- und Wertesystem entwickeln. Und das bedeutet, dass sie Werte der Eltern prüfen, auf die Probe stellen und testen, wie sich das Leben mit oder ohne diesen Wert für sie anfühlt, um dann selbst zu entscheiden, welche Werte sie übernehmen wollen und welche nicht. Ich denke, da kann eigentlich jeder relaten. Es gibt ein paar Werte, die wir von unseren Eltern übernommen haben und es gibt ein paar Werte, die wir eben nicht übernommen haben oder generell ein paar Dinge. Ich bügel zum Beispiel nicht. Meine Mutter findet es super wichtig zu bügeln. Dass Kinder anfangen zu lügen oder bestimmte Dinge zu entwenden, ist also eigentlich nur ein Schritt auf dem Weg, ihren eigenen moralischen Kompass zu entwickeln. So, aber was können Eltern jetzt tun? Wir können doch nicht tatenlos dabei zuschauen, wie unsere Kinder Eheringe stehlen. Für alle Eltern, die diese Verhaltensweisen bei ihren Kindern beobachten konnten, ihr dürft jetzt erstmal eine Runde aufatmen und eurem Kind ist alles in Ordnung. Ihr werdet nicht zu Eltern von Straftätern, zumindest nicht zwangsweise. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig, dass ihr euren Kindern beibringt, dass es nicht in Ordnung ist, zu klauen und zu lügen. Wie bei allem steht natürlich immer an erster Stelle Vorbild sein. Selbst nicht lügen, selbst nicht stehlen. Das bedeutet aber auch, ich erzähle meinem Kind keine Notlügen, warum wir gerade irgendwas nicht kaufen können oder warum wir gerade irgendwas nicht machen können, sondern ich sage ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf, dass das bei mir rumliegt zu Hause und ich habe keinen Bock drauf, das und das jetzt zu machen. Und zweitens heißt es auch nicht, selber nicht zu stehlen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil es geht nicht darum, dass ihr nicht im Laden irgendwie stehlen sollt. Das machen die meisten Erwachsenen nicht. Es geht darum, dass ihr zum Beispiel auch Sandkastenspielzeug liegen lasst, wenn es einfach rumliegt und ihr nicht wisst, wem es gehört und dann eben nicht sagt, ja, wir nehmen das jetzt einfach mit, sondern dass ihr zum Beispiel dann sagt, nein, wir lassen das hier. Das hat bestimmt irgendein Kind hier vergessen und das ist sonst traurig, wenn wir das jetzt mitnehmen. Und das ist auch der Ansatz, mit dem ihr euer Kind generell erreicht oder erreichen sollt, durch Empathie, indem ihr eurem Kind beibringt, wenn es anfängt zu lügen, kann es nämlich Empathie und es kann auch schon Perspektivübernahme, die Perspektive der Person zu übernehmen, die jetzt beklaut wurde. Also zum Beispiel, stell dir mal vor, wie sich die Person jetzt fühlt, die gerade ihren Ehering sucht. Ein Ehering, der hat super viel Bedeutung für die meisten Menschen, der ist super wertvoll. Die Person ist jetzt bestimmt super traurig und weint vielleicht sogar und ist ganz verzweifelt, so dass das Kind halt eben merkt, dass das eigene Verhalten Einfluss auf die Emotionen, auf die Gefühle von anderen Menschen hat. Und wenn euer Kind lügt, dann spiegelt ihr auch ehrlich einfach eure Emotionen, eure Wahrnehmung. Also ihr sagt eurem Kind ganz ehrlich, ich merke gerade, dass du lügst und ich finde es nicht in Ordnung, dass du mich gerade anlügst. Das könnt ihr dann auch immer wieder mit eurem Kind üben und auch versuchen herauszufinden, warum euer Kind in bestimmten Situationen lügt. Und wenn ihr eben einfach so darauf reagiert und sagt so, hey, ich finde das nicht okay, XYZ, dann wird sich das mit der Zeit auch einfach legen. Ich denke, das Lügen ist da auch so ein bisschen das geringere Problem. Das größere Problem ist ja vor allem, wenn euer Kind was entwendet. Und da finde ich, ist einfach auch noch ein wichtiger Punkt, dass ihr euer Kind dann auch ganz klar eure Erwartungen formuliert, nämlich ich möchte, dass du das zurückgibst. Und zweitens, euer Kind auch die Konsequenzen tragen lasst. Also euer Kind dann auch wirklich losschickt und diesen Ring eben zurückgeben lasst. Auch wenn das für das Kind super unangenehm und peinlich und ja, blöd einfach ist, aber es ist nun mal die Konsequenz aus der eigenen Tat, aus dem eigenen Handeln und ich denke, es ist wichtig, dass Kinder auch lernen, dass das eigene Verhalten eben Konsequenzen mit sich zieht, die man vielleicht auch wieder ausbügeln muss. Natürlich geht es nicht darum, euer Kind bloßzustellen. Wenn es eurem Kind wirklich schwerfällt, den Ring oder die Sache wieder zurückzugeben,
dann ist es klar, dass ihr in Verbindung geht und dass ihr mit dem Kind herausfindet, wie ihr jetzt diese Situation am besten meistern könnt, indem ihr zum Beispiel zusammengeht oder indem ihr einen Brief schreibt oder was auch immer. Ich denke, da wird sich auch eine Lösung finden. Aber wenn euer Kind dann diese Konsequenz getragen hat, wird es einfach spüren, dass es auch sehr mit Scham behaftet ist, sich moralisch schlecht zu verhalten. Und es wird in der Regel dazu führen, dass euer Kind das nicht nochmal macht. Und das ganz ohne Abweisung von eurer Seite, sondern ihr könnt einfach weiterhin liebevoll und zugewandt bleiben und mit eurem Kind eben versuchen, gemeinsam die Situation auszubaden. Und natürlich wie immer das dahinterstehende Bedürfnis erkennen und im Zweifel befriedigen. Das kann natürlich sowas sein wie Neugierde, was passiert denn jetzt, wenn ich das hier mitnehme oder was ist das überhaupt? Es kann aber auch sowas sein wie, hey, ich wünsche mir was super Schönes, ich möchte mich vielleicht auch abgrenzen von anderen Kindern oder von Jungen. Also die Kinder haben ja auch oft so eine ich hasse Jungs, ich hasse Mädchenphase. Also wenn jetzt ein Kind Schmuck klaut oder ein Mädchen, dann könnte es auch damit zusammenhängen, dass das Mädchen versucht, sich von Jungs abzugrenzen, dann vielleicht da nochmal reingehen, irgendwie die Haare schön flechten oder vielleicht hat es auch was mit Aufmerksamkeit zu tun. Also wenn euer Kind zum Beispiel was klaut und das immer wieder und das, obwohl es merkt, dass es negative Resonanz hat, kann es auch einfach sein, dass es so ein bisschen versucht zu provozieren, weil Kinder wollen immer lieber negative Aufmerksamkeit als gar keine Aufmerksamkeit. Also da auch versuchen, so liebevoll wie möglich drauf zu reagieren. Ich weiß, das klingt für viele jetzt so, ja geil, mein Kind klaut und dann belohne ich es auch noch. Aber darum geht es nicht. Es geht in der bedürfnisorientierten Erziehung nicht darum, Verhalten zu bewerten, sondern eben Verhalten einfach nur als das zu sehen, was es ist. Verhalten und dann zu gucken, was steckt dahinter. Also wenn man das jetzt vergleichen müsste, wenn ihr jetzt zum Beispiel krank seid, dann behandelt euer Arzt nicht nur die Symptome, wenn dahinter eine tiefer liegende Krankheit liegt, sondern er guckt, dass er eure Krankheit mitheilt, damit die Symptome nicht wiederkommen. Und im Endeffekt ist es genau so. Also wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, dann ist es viel sinnvoller, das Bedürfnis zu erfüllen, als eben an dem Symptom, wie jetzt zum Beispiel das Klauen, irgendwie rum zu manipulieren oder zu versuchen, dass da irgendwas passiert. So, solange das Bedürfnis nicht befriedigt ist, wird sich das Verhalten allerhöchstens verlagern, aber es wird sich eben grundlegend nichts ändern. So, das war es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen. Kommentiert mal gerne, ob ihr solche Situationen kennt, ob ihr eure Kinder schon mal beim Lügen erwischt habt. Unsere Kinder sind noch nicht in dem Alter, deshalb bin ich gespannt, wie das wird, wenn es bei uns soweit ist. Ob eure Kinder vielleicht sogar schon mal was entwendet haben, ob ihr vielleicht in eurer Kindheit schon mal was entwendet habt. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.